Und wir haben gerade von einem Privatsender auf das erste rechtliche umgeschaltet, auf Tagesschau. Und plötzlich bebte das ganze Haus. Und es war gleich klar, dass es also auf keinen Fall aus dem Fernsehen kommen konnte. Ja, wir rausgelaufen, haben gedacht, weil wir schon dreimal hier Einbruch hatten, dass einer unsere Scheiben zerschlägt. Aber war nicht. Und dann sahen wir die Bescherung, dass die Hälfte des Nachbarbaumes, eine Eiche, ca. 200 Jahre, auf unser Garagedach gefallen ist. Nein, ich bin von Haus aus Tischler und wenn ich mir den großen Ast ansehe, wie der von innen schon mit einem Pilz versehen ist, kann man davon ausgehen, dass der ganze Stamm schon mit diesem Pilz verseucht ist und in der nächsten Zeit also umgemacht werden muss. Das ist jetzt wirklich eine Gefahr für die Nachbarn und für uns und für die Kinder, die meistens unter diesem Baum spielen. Wie ist denn das Wetter jetzt zur Zeit? War das stürmisch? Es war nicht stürmisch, es hat aber den ganzen Tag heftig geregnet und ich gehe davon aus, dass der Baum sein eigenes Laubwerk nicht mehr tragen konnte. Die erste Meldung war heute Baum auf Haus. Als wir am Einsatzort eintrafen, war zum Glück nur ein 40 cm Ast von einem Eichbaum abgebrochen und auf die Garage gefallen. Zuerst wurde unten die Äste entfernt, später ein Korb eingesetzt und der Ast stückchenweise runtergeschnitten, damit weniger Schaden an der Garage entsteht. Es ist dadurch, durch Rücknahme des Astes, kein Schaden an der Garage entstanden.